doch bestimmt irgendwas hier, die Leuchtkugeln, die brauchen wir doch nicht unbedingt. Oder die Muscheln, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Und die Silberpokale brauchen wir auch nicht gerade. So, und dann können wir doch vielleicht hier, doch bestimmt was kaufen. Oder können wir noch irgendwie was verkaufen? Nee, ich glaube nicht. So, 150 Gold, wie viel haben wir denn jetzt gerade? Die beiden haben wir nicht genug Gold für. Nun gut. Was können wir denn jetzt erstmal... Das Lederhemd legen wir jetzt erstmal an. Den Grog. Ja, den behalten wir mal lieber. Warum ist der Gefangene überhaupt hier? Warum ist der Gefangene hier? Wir hätten ihn ja zusammen mit den Molukken auf die Felder geschickt. Aber Riley meinte, er ist noch nicht durstig genug zum Arbeiten. Also lassen wir ihn ein paar Tage im Turm schmoren. So, dann gehen wir doch jetzt mal zurück. Charakterwerte steigern auf C. Ah, wir haben also genug Ruhm, um uns jetzt irgendwas zu kaufen gerade. Und ich überlege gerade, da wir noch nicht wissen, ob wir Feuerwaffen nehmen oder Voodoo. Und ich tendiere gerade stark zum Voodoo. Würde ich einfach mal sagen, nehmen wir jetzt hier, ja, Basiswissen, Härte, Härte steigert den Grundwert der Talente, klingenfest, kugelsicher und einschüchternd. Viele Härtefertigkeiten können erst ab einem gewissen Härtewert erlernt werden. Oder nehmen wir Klingen. Das Attribut Klingen steigert den Grundwert der Talente, Hiebwaffen, Stichwaffen und Wurfwaffen. Viele Klingenfertigkeiten können erst auf einem gewissen Klingenwert erlernt werden. So gut, dann erlernen wir Klingen. Ja, bin ich mir sicher. So. Und ich wollte irgendwie gerade das Hemd angelegt haben. Wenn mich nicht alles täuscht, warum habe ich das nicht? Charakter. Okay, Inventar. Genau hier. Habe ich das nicht irgendwie ausgewählt? Altes Hemd. Und, das andere Hemd geblieben? Haben wir das wieder verkauft, oder? Merkwürdig, merkwürdig. Wo ist das andere Hemd geblieben? Da werden wir doch nochmal mit ihm sprechen. Zeig mir die Sachen. Zeig mir die Sachen. Wo ist das wohl geblieben? Ah, zurückkaufen. Natürlich das Lederhemd. So, das hätte ich dann wohl auch nicht so machen sollen, gerade. So, Ende. Jetzt können wir hier das Lederhemd anlegen. Ja, wobei, das sieht noch zerschlissener aus. Das sieht das alte Hemd besser aus als das Lederhemd irgendwie. Na gut, haben wir etwas Auswahl halt mal zur Verfügung. So. Dann jetzt mal schauen, was wir sonst noch so finden können. Also wir sollten noch irgendwie uns Ausrüstung in Form von Waffen, glaube ich, holen. Und, ja, unseren Brief halt überbringen. So, jetzt können wir gerade nicht mehr rennen, wahrscheinlich, weil wir außer Puste sind. Aber hier ist ja gerade niemand. Eine Kiste. Alles mitnehmen, ein dreckiges Hemd. Nun gut, das können wir aber garantiert verkaufen, das dreckige Hemd. Die Fackel, können wir die auch noch mitnehmen? Nee, schade. Ja, wie gesagt, ne, also ich nehme alles mit, was sich nied- und nagelfest ist hier, ja. Ist ja nicht so, als würden wir hier einfach nur mal rumrennen und... Ach, guck mal, eine Blume. Eine Schädelblüte. Das hört sich doch mal interessant an. Ja, ich finde nur irgendwie gerade die Sachen... Ne, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, die Pflanzen hier, oder? Meine ich das nur irgendwie. Ein schwarzer Oleander. Und das ist hier ein Warzenschwein. Und das Warzenschwein plündern und wir erhalten rohes Fleisch. Das können wir bestimmt irgendwie später zubereiten, wie im Vorgänger Risen 1. Geisterlilie. Den ich ja persönlich leider bis jetzt noch nicht gespielt habe, aber
Ich habe mir das Spiel angeguckt und erst überlegt, soll ich erst Risen 1 und dann 2 spielen? Ich habe mir jetzt gesagt, Risen 2 ist gerade neu raus. Nee, das Spiel zu Risen 2 war schön. Das hat doch dann auch ein bisschen was Aktuelles momentan. Eine Maki-Beere nehmen wir natürlich nebenbei mal mit. Und ja, deswegen spielen wir jetzt halt Risen 2 Dark Waters, was auch von der Grafik noch etwas ansprechender ist als Risen 1. Und es ist immer noch der Release-Tag. Also wir haben noch Freitag und diese Folge wird auch gleich noch online gehen. Und damit das der Fall ist, werde ich jetzt nur noch hier oben, ja, zu dieser Lagerstätte oder, ja, wie man auch immer dieses Gebäude hier nennen will, dieses Herrenhaus hier, werde ich jetzt mal eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann später wieder. Bis dahin. Tschüss. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Ja, das Problem aktuell ist, meine Aufnahmetaste ist dieselbe Taste wie die Speicherladetaste. Und daher hatte ich das letzte Mal auch schon ein kleines Problem. Und zwar, als ich das Ganze neu geladen hatte, waren wir dann, also aus Versehen neu geladen hatte, standen wir irgendwo da hinten. Aber ich würde sagen, unser Inventar ist genauso voll wie vorher. Wir haben dieselben Sachen wieder dabei. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, wir haben, sollten immer was zu essen geben, oder? Ne, ich meine, bei den ganzen Kämpfen bleibt das ja nicht aus. So, was ist das jetzt hier? Kann man sich das irgendwo auch mal ansehen? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Nun gut. Wir werden jetzt erstmal weiterspielen und wir sind hier gerade auf der Insel Takarigua. Wer sich also noch aus der letzten Folge dran erinnert, wir haben etwas Proviant und, uns besorgt und sollen jetzt eine Nachricht dem Piraten überbringen. Aber wir sollen davor vorher noch eine Karte von irgendjemandem holen. Ich weiß nur leider nicht mehr von wem. Aber wir sollten uns vielleicht auch noch erstmal eine vernünftige Hose hier holen. Allerdings brauchen wir dafür ein bisschen mehr Geld, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt gerade aussieht hier. So, und ja, ich weiß nicht, vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, aber mittlerweile sollte der Ton auch ein bisschen besser passen. Zeig mir die Sachen. Also vielleicht bin ich noch ein bisschen zu laut, vielleicht, das kann natürlich sein, aber vielleicht nicht im Großen und Ganzen nicht mehr so extrem wie vorher. So, die ganzen Blumen können wir ja hier verkaufen, zumindest vorerst noch. Die Leuchtkugeln, die Muscheln. Ja, alle weg damit. Ja, die Karaffe, die brauchen wir auch nicht unbedingt, oder? Weg damit, komm. Na, und dann kaufen wir jetzt uns, ja, erstmal die bunte Hose und... Ach, das können wir nicht kaufen, das kostet auch nochmal 100. Von den Sachen will ich aber nichts verkaufen. Na ja. Den Rest behalten wir, komm. Ja. Dreckiges Hemd, ja, das kann er auch haben, das brauchen wir nicht. Ne, ich meine, jetzt sehen wir doch schon mal besser aus, jetzt mit den Sachen hier zumindest. Ne, upsala, da leckt so ein klein wenig momentan noch immer. Weil das momentan halt noch nicht alles ganz eingefasst, Dings hier ist, also passt noch nicht alles so hundertprozentig. So, und warum können wir das Treibgut eigentlich nicht verkaufen? Na gut, ich weiß es nicht. Ausrüstung, ja, ich glaube, wir müssen erstmal unter alles und müssen die dann hier auswählen, genau. Na, jetzt sehen wir zwar auch ein bisschen noch merkwürdig, ein bisschen zusammengewürfelt geradeaus, aber besser als nichts. So. Dann jetzt geht es mal los. Hoffentlich kriegen wir jetzt die Karte und können dann uns auf zum Piratennest machen. Aber wir wissen es natürlich nicht. So, und Mensch, jetzt leckt's ja. Wir spielen mit 18 FPS. Das ist ja jede Menge. Ist ja Herz allerliebst hier gerade heute. Wache, Wache. Wache. Na, das sieht ja schon besser aus. Du kannst jetzt mit Di Fuego sprechen. Ach ja, genau. Di Fuego. Der sollte uns die Karte geben. Genau, so war das. Ich sehe, bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa, statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern. Upsala, verrenn ich. Mein lieber Kommandant, die Sicht... Was kann ich für dich tun, Bursche? Natürlich unterbrechen wir die Fuego jetzt mitten in einem Gespräch, aber die hören ja auch irgendwie nie auf zu quasseln. So, ich brauche eine Karte der Insel. Rockford hat mich beauftragt, den Piraten einen Brief zu überbringen. Ich brauche Ausrüstung. Ich hörte, es sind Sklaven entlaufen. Rockford hat mich beauftragt, dem Piraten einen Brief zu überbringen. Rockford hat mich beauftragt, dem Piraten einen Brief zu überbringen. Dann hast du den Brief bei dir? Ja. Zeig ihn her. Schön.
er ist noch versiegelt. Und das bleibt er auch, bis er seinen Empfänger erreicht hat. Wir verstehen uns. Absolut. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja. Gib mir die Karte. Wenn ich mich auf der Insel verlaufe, kommt dein Brief nie an. Ah, Trick 17, komm, wir versuchen's mal. Wenn ich mich auf der Insel verlaufe, kommt dein Brief nie an. Ein gutes Argument. Ich werde dir die Karte kostenlos überlassen. Schließlich wollen wir ja, dass du sicher ankommst. Aha, das hört sich doch schon besser an. So, wir brauchen natürlich Ausrüstung. Ich brauche Ausrüstung. Ich habe ein bescheidenes Angebot an Dingen, die ich für den Fall bereithalte, dass hier Gäste eintreffen. Ich fürchte, das meiste davon wirst du dir nicht leisten können. Zeig mir dein Angebot. So, edle Weste, schwarze Hose. Ah, das könnte ein bisschen knapp werden. Ohrringe des Duellanten. Perlenohrringe, Perlen. Gute Schuhe, edle Schuhe. Ja, ich meine, jetzt könnte das noch ein bisschen schwer werden. Wir haben auch nicht wirklich viel zu verkaufen, zumindest nicht so, dass es reichen würde. Aber wir können erstmal ja vielleicht eine neue Quest annehmen, zum Beispiel vielleicht die Sklaven für die Fuego einfangen, ne? Oder was sagst du, die Fuego? Ich hörte, es sind Sklaven entlaufen. Ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter. Sklaven klingt so unzivilisiert. Wir holen die Wilden aus Aborea und geben ihnen Arbeit, ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug. Sie bevorzugen es, im Dschungel zu hausen wie die Tiere. Schlimmer noch, sie erheben die Hand gegen ihre Herren. In solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen. Das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter. Daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ich bring die Wilden zur Strecke. Jagen deine Soldaten die Wilden nicht umsonst? Wie hoch ist das Kopfgeld? Davon will ich nichts wissen. Das Kopfgeld interessiert uns natürlich schon. Andererseits ist die Frage, stehen wir auf der guten oder auf der nicht so guten Seite? Ach komm, wir fragen einfach mal nach dem Kopfgeld. Wie hoch ist das Kopfgeld? Es sind 3 von diesen Wilden. Pro Kopf zahle ich 100 Goldstücke. 3 Stück, na das kriegen wir hin. Ich bringe die Wilden zur Strecke. Exzellent. Ich werde das Gold für dich bereithalten, wenn du zurückkehrst. 300 Goldstücke für 3 Köpfe. Das werden wir doch mal machen. Komm. Ne, so, dann lass uns Kommandant, aufbrechen. Die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen gewährleistet. Hoppala. In Leutnant Roquefort's Bericht hörte sich das nicht so an. So, ach, hören jetzt Sie mir können auf wir mit losgehen. Nachdem ich bin ja mal gespannt, wie wir das hinkriegen. So, jetzt können wir uns ja mal die Karte angucken, die wir gerade von Di Fuego erhalten haben. Und demnach befindet sich das Piratennest hier oben. Wo es doch sein höchstes Anliegen sein soll. Oder? Ich glaube ja. Auftraggeber. Das ist Carlos. Ja, Carlos ist ein bisschen weit weg, ne? Wir können aber garantiert sagen, im Logbuch die Titanenwaffe Takarigua. Komm, wir finden erstmal Stahlbad. Auf der Karte markieren. So. Möchtest du jetzt diesen Ort reisen? Also, ach, wir können jetzt direkt hier hinreisen, aber wir sind doch hier. Das ist irgendwie sinnlos. Ja, so. Das war ja jetzt eine sehr lange Reise. Was müssen wir denn noch machen, bevor wir losfahren können? Wir gucken uns doch mal Logbuch um. Ich muss den Piratennest auf Takarigua finden. Berühmten Kapitän Stahlbald sollen sich im Piratennest von Takarigua befinden. Ich muss mich als Pirat ausgeben und ihn suchen. So. Piratenpost. Roquefort will, dass ich, ja. Also dann machen wir das jetzt mal. Aber warum ist denn das Abbrechen? Ach, das ist der Auftraggeber, aber das Ziel können wir nicht sehen. Okay, also da müssen wir mal schauen und uns einen Weg überlegen. Ich glaube, so ist am sinnigsten hier rum, dann da durch und darüber. Okay, wir werden es mal ausprobieren. Wie gesagt, also ich werde alles, was ich finden kann, mitnehmen gleich. Unterwegs und wir machen uns jetzt mal auf die Suche hier in dieser schön gestalteten Insel Takarigua. Also ich finde,
Ja.